Siegeln ist zu 95% Ruhe und zu 5% Terror. Wir sind gerade gerutscht, der Wind ist da. Ich kann nicht mehr. Es war richtig anstrengend mal wieder. Und immer wieder für die ein oder andere Überraschung gut. Nach einem anstrengenden Sommer sind wir beim letzten Mal ganz entspannt gestartet. In die Bucht ging es noch mit 4,7 oder sowas. Und nachdem wir gestern den Rumpf und den Propeller geputzt haben, sind wir jetzt bei 1500 Umdrehungen und fahren 5,7 Knoten, ein bisschen mit Gegenwind. Das hat sich also auf jeden Fall schon mal gelohnt. Die Logge übertreibt jetzt ein bisschen mit 6,3 Knoten. Die ist offensichtlich zu sauber geworden. Die muss man jetzt wieder ein bisschen runterjustieren. Es ist überraschend für mich, dass Tobi etwas zu sauber findet. Aber egal. Wir wollen in die Sporaden. Spontan entschlossen, doch gleich bis zum Sporaden durchzufahren, weil es sind von hier jetzt nur noch 7 Meilen und die Ankerbucht für heute wären dann irgendwie bestimmt 4 Meilen Umweg. Das macht irgendwie keinen Sinn und Wind ist auch keiner. Ja, wir fahren 6 Knoten, sind wir in gut einer Stunde da. Jetzt haben wir doch noch das Segel rausgeholt. Jetzt sind wir also hier, in den Sporaden. Also wir waren ja schon einmal hier, sind aber relativ schnell da nach Norden durch. Bin gespannt. Es riecht wirklich richtig gut nach Nadelwald, aber wahrscheinlich kommen gleich die ganzen Bananaboote und deswegen werden wir weiterfahren. Wo fahren wir hin? Keine Ahnung, wie es heißt. Okay, was machen wir jetzt? Meinst du, du kannst, wenn ich dir sage, ich weiß es nicht, fragst du einfach nochmal und dann weiß ich's? Oder verstehe ich wirklich nicht, was du von mir willst. Wir fahren jetzt nach Skopelos. Morgen Nacht soll es sehr windig werden. Da möchten wir gerne was vor Meltemi und am besten noch vor Schwellgeschützes haben, was gar nicht so einfach hier ist. Wir sind dann doch nicht bis nach Skopelos gekommen. Es war so windig, irgendwie an die 30 Knoten, dass wir nur 2 Buchten weitergefahren sind. Aber so hatten wir die Gelegenheit, uns nochmal Skiathos Stadt anzugucken. Oh, das ist aber schlecht. Dann sollten wir umkehren. An jeder Ecke eine Katze. Auf den griechischen Inseln gibt es wirklich an jeder Ecke Katzen. Und das liegt nicht zuletzt an Fütterungsstationen wie diesen hier. Oder der. Und jetzt warten wir darauf, dass der Wind endlich einsetzt, denn wir sind hier in der Bucht und es schwellt gerade sehr. Also Wind und Schwell kommt aus einer anderen Richtung und dann wackelt man immer wie bescheuert. Ich weiß nicht, ob ich das gleich mal zeigen kann.
Das ist ja auch mal sehnsüchtig, dass ich, das ist ja auch mal selten, dass ich sehnsüchtig auf den starken Wind warte. Es soll nämlich an die 40 Knoten werden. Und dann ist ja auf jeden Fall kein Platz mehr für Schwell. Mal wieder viel Spaß beim Segeln. Wir sind gerade gerutscht, der Wind ist da. Es ist sehr windig. Wir hatten 40 Meter Kette draußen. Jetzt sind wir nochmal gefahren, haben den Anker hochgeholt, wieder raus. Und jetzt haben wir 70 Meter Kette draußen. Wir hoffen, das reicht. Der Motor ist an. Jo, mal schauen. Ihr seht es nicht, aber das ist Tobi. Und da ist ein Boot, das auch ankert. Was gerade aus der schwarzen Nacht und den 40 Knoten Wind hierher gekommen ist. Nein, ich sitze hier bereit mit dem großen Scheinwerfer. Das Decklicht ist auch schon an, um mal zu zeigen, so, naja, um zu helfen bei der Abstand. Oh, seine Positionsleuchten sind aus. Also scheinbar ist er zufrieden. Okay. Was ja ganz gut hat, einen Orientierungspunkt. Dachte ich so, ja. Und ihn mit der Taschenlampe anzuleuchten, weil ich nicht verstehe, dass man in einer 3 Kilometer breiten Bucht irgendwie jetzt wirklich bei dem Wind hier direkt neben uns ankern muss. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Mitleid, wenn der jetzt da von draußen reingekommen ist. Ich auch, ich habe echt Mitleid. Es war so schlimm. Ich habe mich vorhin auch mal wieder echt so, naja, doch dann schon auch an der Taschenlampe, die da angeleuchtet, die Boote, die da am Strand ankern, die kleinen. Habe ich gesehen. Aber die meiste Zeit habe ich mich am Flotter orientiert, weil da peitscht der Regen ins Gesicht, da ist nichts zu sehen. Auch echt, ich habe nichts gesehen, ich musste super nah an die Kette ran, damit ich unsere Farbmarkierung sehen konnte, weil ich keine Ahnung hatte, was ich an Kette jetzt rauslasse. Und ich bin einfach mal vollkommen nass gewesen. Also mir tut der Mann leid, der gerade angekommen ist, weil, ich weiß nicht, 20 Minuten neu ankern war schon eklig genug. Am Morgen sieht alles ganz anders aus. Das kann aber auch gut daran liegen, dass wir weiter gesegelt sind und jetzt ohne Schwell im Hafen von Lutraken liegen. Und was sagst du zu unserem neuen Nachbarn? Ja, wir hätten ja dann, wenn es die Markierungsbojen sind, auch viel weiter da raus ankern können, aber ja. Also ich glaube, für viel mehr als ein Schiff ist hier nicht platt. Schwierig, ja. Wir beobachten einen Tag die ankommenden Fähren, bevor wir Zora verlassen. Wir sind in den Sporaden auf Skopulos und wir haben gerade das Boot verlassen. Oh Gott. Und sind senkrecht nach oben gestiegen. Ich kann nicht mehr. Oh. Und wie fit bist du so? Das geht. Oh. Es kann auch nicht sein, dass nur ich keuche. Aber wir sind auch ganz schön hoch. Jetzt haben wir den Aufstieg nach Glossa geschafft und das gefällt mir sehr gut und nicht nur wegen dem Eis. Wobei das auch gut ist. Wir verlassen jetzt Lutraki und Tobi stellt gerade die Strecke ein. Wo geht's hin? Omostaphilos. Heute machen wir nur eine kurze Strecke, aber morgen oder übermorgen machen wir dann die längere Strecke nach Skyros, weil ein doch kräftiges Windsystem kommt, wo wir dann wahrscheinlich eine Woche festsitzen. Und da wollen wir zumindest schon mal so halb in Richtung der Kykladen gekommen sein.
Route ist gestartet. Wir haben 11,1 Meile vor uns. Ah, Ankerwinde an, bitte. Ankerwinde. Wir sind unterwegs, jetzt können wir den Wassermacher anmachen. Ah, jetzt vielleicht, oder? Der Timer ist auf 5 Minuten gestellt. Danach sollte das Wasser nicht mehr salzig sein. Wir probieren dann und wenn es gut ist, dann kommt es in den Wassertank. Okay, das macht keinen Sinn mehr, aber wir sind eh fast da. Kaum ist der Anker unten, geht es auch schon weiter. Wir haben abgelegt, es geht los von Skopelos und mal schauen, wie weit wir kommen. Entweder direkt nach Skyros, falls wir blistern können irgendwann, oder nach... Nach Skansura. Wohnt da jemand? Nee, Vögel. Vogelschutzgebiet. Ja. Wir erwarten, dass es ruhig wird, bis sehr, sehr ruhig. Ja. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht mehr Zeit hatten, uns in den Sporaden umzugucken, weil es hat uns eigentlich gut gefallen. Aber wie gesagt, dieser Sturm kommt, vor dem wir uns verstecken möchten. Und wir sind mit Freunden, wenn alles klappt, toi toi toi, in den Kykladen verabredet. Und da müssen wir jetzt halt langsam runter. Motoren eigentlich haben aber das Vorsegel draußen zur Unterstützung. Damit machen wir 6 Knoten. Das ist eigentlich echt okay. Es sind auch nur, ich weiß nicht, 5 Knoten Wind oder sowas. Und wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir die Strecke nochmal unterteilen oder gleich bis Skyros durchfahren, weil jetzt machen wir 6 Knoten und da würde sich das eigentlich lohnen. Wir haben überlegt, entweder heute zu fahren mit halt eigentlich zu wenig Wind oder morgen, wo es schon zu viel Wind ist. Und da ich einfach ein bisschen fertig bin, ich kann nicht mehr,
ich habe keine Lust auf Stress, haben wir uns entschieden, heute schon mal so loszufahren. Hoffen, dass wir vielleicht ab der Hälfte den Blister setzen können und das dann gemütlich nach Skyros schaffen und noch einen Tag haben, uns vorzubereiten. Und einige fragen jetzt bestimmt, warum wir nicht mit Besan segeln. Der Besan ist echt so ein Problem. Bei uns ist halt alles kaputt. Wir müssten eigentlich alles neu machen. Wanden, Chainplates und vor allem das Segel ist... haben wir das Segel reingeholt und Motor nur noch. Es ist eigentlich immer noch ziemlich ruhig, aber das ist mal so einer der Punkte, wo man auch sagen muss, manchmal hat man auch einfach nicht viel zu tun. Also ich sitze jetzt rum, höre Podcasts, ich kann nicht lesen, weil mir relativ leicht noch schlecht wird. Ich glaube, es immer noch halt, weil ich so nervös bin. Tobi plant, was er als nächstes macht. Und wir, ich weiß nicht, woher das kommt, wir haben mal diesen Spruch gehört, dass Segeln 95% Langeweile ist und 5% Terror. Und irgendwie, ich finde, das ist so wahr. Und gerade haben wir halt die Langeweile. Also wenn ihr es positiv ausdrücken wollt, kann man sagen, ja, wir haben Ruhe. Aber es gibt halt einfach auch diese Seite. Und ich habe die Hoffnung, vielleicht sehen wir auch noch Delfine. Voraus hatte ich gerade einen gesehen noch. Oh. Warte, vorne, ich sehe noch, habe noch eine Schwanzflosse gesehen. Delfin! Oh nein, du bist im Schatten. Ja, noch voraus habe ich noch einen gesehen. Hier sind ein paar Delfine unterwegs, aber relativ weit weg und sie scheinen zu jagen und keine Zeit für uns zu haben. Freude! Delfin! Delfin! Yeah! Wer liebt nicht Delfine? Yeah, es sind mehr geworden! Oh, danke! Und dann gibt es die Momente, wo es einfach nur schön ist, weil Delfine da sind. Delfine! 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 Wir sind fast da, unser Ziel ist dort und hier kreuzen sich auch unsere Wege, denn hier sind wir schon mal durch diese enge Einfahrt gekommen. Ja, gleich schmeißen wir Anker. Jetzt sind wir aber erstmal ganz zufrieden, der Anker sitzt, wir haben 60 Meter Kette draußen und das ist jetzt unser Zuhause für die nächste Woche, weil hier ganz schön viel Wind durchzieht. Da sind wir jetzt überall rumgekurvt, ich würde sagen, wir haben die Bucht ganz gut ausgekundschaftet. Wobei, diese Dinger gibt's gar nicht wirklich. Ich saß hier gerade unten am Computer, habe gearbeitet. Tobi war einkaufen beim Supermarkt. Und dann ging der Ankeralarm los. Wir haben zwei Ankeralarme, immer Handy und Plotter an. Und ich dachte, okay, der Ankeralarm an Handy, der ist immer ein bisschen enger gestreckt, war ich noch nicht so besorgt. Bin hochgegangen und habe dann gesehen, wir driften. Habe auch im Bezug zum Ufer gesehen, wir driften. Also ich drifte eigentlich, Zora und ich. Und habe dann den Motor angeschmissen, bin nach vorne gefahren. Ankerkralle raus, also alles ein bisschen ungeordneter, als ich es gerade erzähle. Hab Tobi angerufen, dass er doch bitte schnell nach Hause kommt, weil wir haben hier 30 Knoten und es ist ein bisschen schwierig, dann alles alleine zu machen, zwischen Anker und Steuer hin und her zu rennen. Hat auch echt eine Weile gedauert, bis ich den Anker hoch hatte. Hab ihn dann geschmissen, hab Kette wieder rausgelassen, hab aber gemerkt, es hält nicht. Dann kam auch Tobi dann zurück in dem Moment und dann konnten wir es normal machen. Aber das war jetzt echt, es war richtig anstrengend. Ja, es war richtig anstrengend mal wieder. Trotz Fernbedienung echt nicht so einfach auf dem Boot. Ja, vor allen Dingen einfach nicht bei so viel Wind. Wenn du halt irgendwie, sobald du das Steuer einen Augenblick loslässt, dreht sich halt der Bug aus dem Wind raus und in die andere Richtung. Ist ein bisschen schwierig. Und auch als ich dann wieder an Bord war, haben wir mehrere Versuche gebraucht.
Allerdings muss ich sagen, dass es hat ja eigentlich gut geklappt bei mir. Hätte der Anker, da waren jetzt Plastiktüten mit Müll drin verklebt. Wäre das nicht gewesen, hätte der Anker wahrscheinlich auch wieder gehalten. Ich bin also eigentlich ziemlich zufrieden mit mir und es hat jetzt ausnahmsweise mal nicht neue Angst hervorgerufen, sondern Zufriedenheit mit mir, dass ich das alleine schaffen kann. Jetzt hoffe ich, sitzen wir unsere nächsten Tage hier ab ohne Aufregung. Jetzt inzwischen sind 80 Meter Kette raus, also was wir halt rausgeben können. Ja, wir sind nicht gerutscht in der Nacht, aber wir dachten, dass wir gleich rutschen werden die ganze Zeit und haben deswegen nicht viel besser geschlafen, als wenn wir tatsächlich gerutscht wären. Ja, und wir wussten, dass der Wind noch doller werden wird und dann haben wir gesagt, ey, was soll der Dreck? Wir wissen, die Marina ist nebenan. Was soll der Dreck? Ja, vor allen Dingen, danach ist das Vertrauen ja erschüttert. Das heißt, es war eigentlich klar, dass wir uns nicht mehr zu zweit von Bord trauen gleichzeitig. Ja. Und dann eine Woche auf dem Boot zu sitzen und nicht zusammen Ausflug zu machen oder irgendwas, sehr unattraktiv. Und die ganze Zeit das schlecht schlafen, Geheule und Polter, also sind wir um die Ecke in die Marina gefahren. Und die ist eine der nettesten Marinas überhaupt. Ja. Und wir haben es nicht bereut. Die Marina ist super, der Hafenmeister ist freundlich und die Woche vergeht wie im Flug. Jetzt wieder in der Marina frage ich mich manchmal, ob es auch dazugehört. Wäre es sonst langweilig ohne die ganzen aufregenden Sachen, die passieren? Ich kann es mir ja kaum vorstellen, aber schreibt eure Meinung dazu und hier gibt es noch ein anderes aufregendes Video.